Hallo, wieder bei Nerdfamilizin. Grüß euch. Diesmal in Gerinnung Part 2, wieder mit dem wunderbaren Kostja, der uns ja schon in Teil 1 die Details der Gerinnung und mal so einen groben Überblick wunderbar zusammengefasst hat. Ich habe wieder ganz viel gelernt, Kostja, vielen Dank. Und jetzt hat man natürlich Bock, auch Gerinnungsprobleme zu behandeln. Ne? Und darum soll es, glaube ich, jetzt in Teil 2 gehen. Das wäre zumindest mein Wunsch. Ich hoffe, du kannst mir Fragen beantworten. Ich werde es versuchen. Vielleicht könnt ihr euch ans letzte Video erinnern, wo wir vom Mauermodell gesprochen haben. Also wir haben für den Klott folgende Bestandteile. Wir haben die Thrombozyten, das sind unsere Ziegelsteine. Wir haben den Mörtel, das ist unser Fibrinogen. Und wir haben den Faktor 13, das ist quasi das Verputzen der Mauer. Und alles das gibt es auch als Einzelfaktorenpräparate. Also die könnte man zuführen. Wenn man jetzt einmal mit dem Modell zu denken beginnt, dann kann man sagen, wir können, wenn die Ziegelsteine zu wenig werden, Thrombozyten als Konzentrat zuführen. Da muss uns bewusst sein, das ist immunologisch ein Wahnsinnspräparat. Also da ist ganz viel Potenzial auch zu schädigen drinnen. Deshalb sollte man damit sehr zurückhaltend sein. Mhm. Und in der aktiven Blutung ist die Grenze so ungefähr bei 50.000 Thrombozyten anzusetzen, wobei mit aktiver Blutung eine tatsächlich aktive Blutung gemeint ist und nicht ein leichtes Tropfen aus der Nase. Das heißt, wir können die Thrombozyten geben. Das sind die Ziegelsteine, das ist Gerinnungspräparat Nummer 1. Grobe Merkregel, aktive Blutung sollten Sie nicht unter 50.000 geben. Macht Sinn, ja. Ganz toll messen kann man das Ganze dann mit viskoelastischen Verfahren, aber das können wir ein anderes Mal besprechen. Gut, zweiter Bestandteil ist das Fibrinogen. Das ist der Mörtel, den wir brauchen. Mhm. Da kann man ganz grob sagen, wir können dieses Fibrinogen aus zwei verschiedenen Quellen beziehen. Entweder pharmakologisch aufbereitet als Fibrinogenkonzentrat oder rein theoretisch ist es auch in den Plasmapräparaten drinnen. Ich tendiere da eher zum fertigen Präparat, um einfach den Bestandteil aufzufetten, der uns fehlt und nicht im Gießkern im Prinzip alles zu geben. Und auch das FFB hat immunologisch durchaus Probleme, aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, das wird heiß diskutiert und für 5 Pro-Stimmen werdet ihr 5 Kontrastimmen bekommen. Also da gibt es noch keine endgültige Lösung. Es gibt für beide Präparate immer wieder mal gute und immer wieder mal nicht so gute Daten. Aber ganz grundsätzlich, mir gefällt die Idee besser, das zu geben, was fehlt, ganz gezielt das alles. Und ich brauche sehr viel Volumen. Klar, also, macht Sinn, ja. Zweiter Teil, ich kann meinen Kleber oder meinen Mörtel geben, Fibrinogen. Damit habe ich schon einmal 2 Bestandteile des Klotz aufgefettet. Und das dritte, das ist der Faktor 13, den kann ich auch geben. Den werde ich jetzt in der aktiven Blutung primär nicht brauchen, aber ich muss immer ein bisschen im Hinterkopf dran denken. Das trifft uns dann auf der Intensivstation, das trifft uns im weiteren Verlauf. Das klassische Symptom des Faktor 13-Mangels ist die späte Nachblutung. Wieder im Mauermodell gedacht, eine Mauer, die nicht verputzt ist, die hält einfach nicht so lang. Und deshalb so der 3. bis 7. Tag, wenn es da plötzlich wieder anfängt, aus Einstichstellen zu bluten, wenn eine Wunde wieder beginnt zu bluten, dann sollte man immer an den Faktor 13 denken, den kann man im Labor eigentlich ganz einfach bestimmen. Mhm. Sollte jedes Labor machen können, beziehungsweise gibt es immer eins, wo man es einsenden kann. Und da tendiere ich sogar zu sagen, wenn es wirklich eine späte Nachblutung ist und ich habe keine Möglichkeit, das zeitnahe zu machen, dann würde ich da fast eine Blindgabe ins Auge fassen. Bei der aktiven Blutung den Faktor 13 gleichzugeben, das ist ein bisschen eine Verzweiflungstat, wird auch diskutiert, genauso wie das Novo 7. Wenn wir alles andere getan haben und es blutet immer noch so, dass der Patient bedroht ist, dann ist es eine Option, sowohl Novo 7, also den aktivierten Faktor 7a und auch an Faktor 13 zu geben. Aber wie gesagt, wenn wir uns hier über Basics unterhalten, dann ist spätestens da der Punkt weit erreicht, wo wir uns einen Experten dazu geholt haben sollten. Du hörst mich tief ein- und ausatmen. Jetzt komm doch mal zur Tranexamsäure. Tranexamsäure. Das ist doch das Medikament, was wir überall haben. Jeder Notfallmediziner kennt Tranexamsäure. Tranexamsäure immer geben, oder? Ja, sensationell, oder? Seit also Crash-Studie, dann Matters-Studie und jetzt ist auf jedem Notarzt Einsatzmittel. Tranexamsäure hat definitiv ihre Bedeutung. Die Hyperfibrinolyse kann damit ganz gut in den Griff bekommen werden, wenn wir sie frühzeitig geben. Deshalb ist sie auch am Notarzt Einsatzmittel. Allerdings müssen wir sie schon fürs richtige Patientenkollektiv geben. Also das ist die schwere Blutung, die transfusionspflichtig werden wird, nachdem wie es ausschaut, oder das Polytrauma. Da haben wir einfach das Problem, dass hier so viel Gewebe geschädigt ist, dass diese große Gewebeschädigung und die meistens folgende Hypotonie, die dann noch mehr hypoxische Schäden macht, diese Trauma-Induced Coagulopathy
auslösen. Und da hat die Tranexamsäure ihren Platz. Jetzt haben wir das Problem, Blutung ist nicht gleich Blutung und das wird oft ein bisschen anders eingeschätzt. Das ist ganz plakativ gesprochen, jemand, der oft im Herz-OP steht und einmal sieht, wie eine Aorta aufgeht oder so und sieht, wie in ganz kurzer Zeit sehr viel Blut verloren geht, schätzt eine Blutung anders an als jemand, der in seinem Leben noch nicht viel mehr als Nasenbluten gesehen hat. Das kann auch schlimm sein, aber halt über die Zeit. Und ich glaube, dass es da vielleicht einfach manchmal einen Hauch zu früh zur Tranexamsäure gegriffen wird. Okay, na, dann fasse ich noch mal ganz kurz zusammen. Also es gibt einmal die Thrombozyten, die man substituieren kann. Das ist aber ein hohes immunologisches Risiko, wenn man die substituiert, wenn ich dich richtig verstehe. Und der Patient verträgt relativ lange einen Thrombozytenverlust. 50.000 hast du da so als... Genau, 50.000 ist so die Grenze, die zurzeit ganz gut etabliert ist. Dann, solange die Thrombozyten darüber sind, brauchen wir uns eigentlich über Thrombozytengabe keine Gedanken machen. Außerdem muss man immer dran denken, first in, first out ist das Motto der Blutbank. Das heißt, wir bekommen immer die ältesten Thrombozyten. Und es ist noch lange nicht gesagt, dass die Anzahl der Thrombozyten etwas über die Qualität unserer Player aussagt. Und Punkt 2, den du gesagt hattest, war das Fibrinogen, also die plasmatische Gerinnung. Und das war ja auch der First Factor Down, hast du im ersten Video gesagt. So ist es. Eine coole Beschreibung. Ja, das ist nicht von mir. Und wenn ich vom Kollegen schlimm, das muss man auch zugestehen. Aber wenn ich jetzt Mörtel mische, dann noch das PPSB. Das PPSB, also das sind das Faktorenkonzentrat mit 9, 10, 7 und 2 drinnen. Das gibt es als Periplex, Protonplex und so weiter. Ganz wichtig, es gibt ein heparinfreies PPSB, das ist das Cofact. Das sollte man kennen, weil wenn wir einen Patienten mit anamnestischer einer HIT, also einer heparininduzierten Thrombopenie haben, dann dürfen wir kein Heparin zuführen. Das ist in diesen Präparaten drinnen. Dazu müsst ihr das Cofact kennen, das ist heparinfrei. Also grundsätzlich haben diese Gerinnungsfaktoren eine Enzymkinetik. Sie sind auch in viel geringerem Maße vorhanden als das Fibrinogen. Das Fibrinogen wird wirklich in den Clot eingebaut. Das heißt, mit dem PPSB kann ich mir relativ lang Zeit lassen in der akuten Blutung. Das werde ich erst sehr spät brauchen. Sehen tut man sehr gut in den viskoelastischen Verfahren, Rotem, TEC. Da kann ich wirklich schön sehen, wann mir also die Clotting Time zu lange wird und wenn ich jetzt dann die Faktoren brauche als Enzymwirkung, damit das wieder kürzer wird und schneller klottet. Aber wichtige Message: Zuerst brauchen wir das Fibrinogen, damit das Ganze einen Clot bauen kann. Mhm. Das PPSB brauchen wir viel später. Okay, und dann hast du noch gesagt, den Faktor 13, der sich aber erst im späteren Verlauf, dritter bis siebter Tag, so richtig bemerkbar macht. Ne? Ja, oder in der akuten Blutung, wenn alles andere nichts nutzt. Aber ich glaube, wir fassen es einfach mal in ein kleines Rezept zusammen. Also wenn wir jetzt von der wirklichen Massivblutung ausgehen, von der traumatischen, dann fangen wir mit der Tranexamsäure an. Weil wir wollen ja nicht, dass die Mauer, die wir bauen, gleich wieder durch die Hypofibrinolyse zerstört wird. Mhm. Also zuerst die Tranexamsäure, da geben wir 1 Gramm sofort, ein weiteres Gramm über 8 Stunden und das sollte so schnell als möglich gegeben werden. Wenn die Tranexamsäure drinnen ist, dann werden wir ans Fibrinogen denken. Da gibt es eine Faustregel, die ist ziemlich simpel, wenn es blutet wie Sau, und das meine ich auch so, also die Massivblutung, dann denkt an 6 Gramm Fibrinogen, nicht weniger, das wird keinen Sinn haben. Damit die Mauer gebaut werden kann. Das ist unser Kleber. Mhm. Wenn wir diese 2 Präparate gegeben haben, müssen wir auch immer ans Calcium denken. Calcium brauchen wir, damit die Gerinnung ablaufen kann. Da gibt es auch eine Faustregel, die wieder keiner hören darf, da wird wieder geschlagen, aber 1 Ampulle Calciumgluconat, damit kann man eigentlich nicht zu viel geben und ist immer im therapeutischen Bereich. Die Chirurgendosis. Ja, so ungefähr. Also das vorausgesetzt, das ist die 10 Milliliter Ampulle. Das ist aber gefährlich. Nein, also Calcium nicht vergessen, ohne Calcium funktioniert Gerinnung nicht. Das kennen wir aus den Gerinnungsröhrchen. Mhm. Da ist Titrat drinnen, das bindet das Calcium ab und schon funktioniert es nicht mehr und kann nicht mehr gerinnen. Also wenn zu wenig Calcium da ist, funktioniert Gerinnung nicht. Wenn wir das alles gegeben haben, dann sind wir schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, damit dort ein Clot gebaut werden kann. Wenn es dann immer noch blutet oder weitergeht, sind wir dann beim PPSB, damit genug Fibrinogen zu Fibrin umgewandelt werden kann. Das brauchen wir vorher in der Reaktion. Wenn das auch gegeben worden ist, dann muss man immer auch ein bisschen an die Thrombozyten denken. Sind wir da unter den 50.000? Ja, nein. Dann geben wir 1 Einheit.
Wenn wir das gegeben haben, dann muss man die Thrombozytenfunktionsstörung denken, an der seid ihr oft schuld. Duale Plättchenhemmung. Ach so. Zum Beispiel also der Patient, der seinen Stent hat und jetzt mit Clopidogrel und ASS oder so Plättchen gehemmt ist, da haben wir natürlich nicht funktionierende Thrombozyten. Da können wir uns zum Teil mit DDAVB oder Desmopressin helfen. Mhm. Das wäre auch eins der Präparate, das man kennen sollte. Also das macht die Thrombozyten wieder etwas klebriger. Das ist bei der Thrombozytopathie eine Möglichkeit. Beim leichten Willebrand funktioniert es auch. Und wenn wir das alles gegeben haben, dann haben wir schon ein bisschen ein Konzept im Hinterkopf. Grundsätzlich muss man dazu sagen, Gerinnung funktioniert nur, wenn ein paar Grundlagen geschaffen sind. Das ist die Temperatur. Mhm. Wenn es zu kalt ist, funktionieren Enzyme nicht. Deshalb auch die Gerinnungsfaktoren nicht. Also bei 33 Grad Körperkerntemperatur spätestens ist mit der Gerinnung ziemlich vorbei. Aber deshalb, schon ab 35 Grad aber schon schlechter, ne? Ja, ja. Aber also jedes Grad kostet uns Gerinnungskapazität. Okay. Mhm. Bei 33 ist gar nichts mehr zu machen quasi. Also wir müssen den Wärmeerhalt ganz weit oben ansiedeln. Das Schlimmste, was wir tun können, ist draußen das Polytrauma-Opfer alles aufschneiden, um nachzuschauen, wie es ihm geht. Dabei kühlt er uns aus, dann schütten wir gekühlte Infusionslösungen rein. Also da haben wir viel zu viel Wärmeverlust und das ist wirklich, Wärmeerhalt muss ganz oben stehen, geheiztes Rettungsauto gut zudecken, Rettungsdecke nehmen, wärmen, wärmen, wärmen. Sonst haben wir für die Gerinnung große Probleme. Wir dürfen nicht zu sehr verdünnen. Das ist die Volumentherapie, die wir geben mit Kristalloiden und Kolloiden. Mhm. Wenn es nötig ist, dass wir so verdünnen, weil sonst der Blutdruck nicht anders aufrechterhaltbar ist, trotz Katecholamineinsatz, dann muss man einfach daran denken, dass wir die Gerinnungskapazität verdünnen und dass wir dann auch wieder Faktoren zuführen müssen, damit die Konzentration stimmt. Dann müssen wir ans Kalzium denken. Das ist ganz wichtig. Und dann den pH-Wert. Also Enzyme funktionieren nicht in Essig. Und deshalb brauchen wir einen pH-Wert von auf jeden Fall über 7,2. Okay. Und das heißt, in dem Fall wirklich ganz aggressiv puffern, 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 weil sonst funktioniert das nicht. Kostja, perfekt. Jetzt haben wir besprochen, welche Medikamente es gibt. Und wir haben auch nochmal die Basics der Gerinnung oder die Basismaßnahmen besprochen. Also unbedingt Wärmeerhalt, ja, pH-Wert ausgleichen, Calcium ausgleichen und nicht zu sehr verdünnen, ist auch ganz wichtig. Und nicht zu sehr verdünnen, genau. Perfekt. Kostja, vielen, vielen Dank. Und in Teil 3 werde ich dich mit Fallbeispielen durchlöchern. Unbedingt. Ah, und den HB nicht vergessen. Bei der aktiven Blutung streben wir einen HB von 8 an. So ist es. Bis zum nächsten Mal.